Herzlich willkommen zu deiner kleinen Yoga-Auszeit. Schön, dass du dich entschieden hast, mit mir die Matte auszurollen. Und ich lade dich ein, einen ganz bequemen Ort für dich zu finden. Wenn du deine Yogamatte gerade gar nicht dabei hast, dann kannst du die Übungen eigentlich auch alle sitzend auf dem Stuhl machen. Wichtig ist, dass du bequem sitzt und aufrecht sitzen kannst. Also wenn du auf dem Stuhl sitzt, dann rutsch gern an die vordere Kante der Sitzfläche. Und wenn du deine Sitzposition gefunden hast, dann schließe deine Augen und nimm ein paar ganz tiefe Atemzüge. So richtig bis in den Bauch, dass du merkst, wie sich der Brustkorb und der Bauchraum füllen mit frischer Luft. Lass die Schultern ganz tief sinken. Und entspanne deine Gesichtsmuskulatur. Beginne dann deine Schultern zu kreisen, über vorne, nach oben, über hinten, nach unten, tief, mach das ein paar Mal. Und genieße es so richtig, die Schulterblätter auf dem Rücken nach hinten und unten zu bewegen. Gerne ein paar mehr Wiederholungen, vielleicht hebst du die Ellbogen mit zu den Seiten an. Wenn du die Schultern hebst, dann wird diese ganze Bewegung etwas größer. Lege dann deine Handflächen nach oben gedreht auf deine Beine oder auf den Tisch, der vor dir steht, und spüre für einen Moment nach. Mit der Einatmung heb die Arme dann lang nach oben und ausatmen, zieh die Hände vor dein Herz. Und dann nimm dir hier einen kurzen Moment Zeit, spür mal rein, wie geht's dir gerade, wie ist dein Empfinden? Und twiste dich ein kleines bisschen nach rechts und stell die rechte Hand hinter dir auf. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, kannst du vielleicht nach der Lehne greifen. Die linke Hand bleibt für einen Moment noch vor dem Herzen. Dein Daumen berührt dein Brustbein. Und um den Twist zu intensivieren, streck jetzt gern den linken Arm aus, sodass du die Außenseite, die Handrückseite an die rechte Außenseite des Oberschenkels legen kannst. Und schau mal, ob du vielleicht in so kreisende Bewegungen des Kopfes gehen magst. Den Kopf mal nach rechts, mal nach links bewegen. Und mal ganz bewusst reinspüren, wie fühlt sich die Muskulatur im Nacken an. Vielleicht spürst du auch, dass diese Dehnung in die Schulterblätter zieht. Teilweise auch in Richtung deiner Schläfen. Richte den Kopf dann wieder neutral über dem Brustbein auf und hebe den rechten Arm, um dich einmal nach links zu lehnen, in so eine schöne seitliche Dehnung, um die rechte Flanke zu öffnen. Atme hier zwei, dreimal ganz tief und streck so richtig über die Fingerspitzen raus. Richte dich dann wieder auf und stell die Hand nochmal hinter dich. Den rechten Arm hebst du dann in so einem großen Bogen einmal über Kreuz, um dich selbst einmal zu umarmen, mal ganz festzuhalten. Die Ellbogen sinken Richtung Brustbein und dein Kopf ist nach vorne geneigt. Atme tief zwischen deine Schulterblätter und dann verbinde deine Hände für die Adlerarme. Lehn dich nach vorne, lass die Hände auch von dir wegkippen und dann atme ein, um die Arme hochzuziehen, gern den Blick mitnehmen und ausatmend lehn dich nach vorne. Einatmend wieder nach oben blicken, nach oben die Hände bewegen und ausatmend lehn dich nach vorne, lass den Rücken rund sein. Mach das nochmal. Nach oben und ausatmend nach unten. Mit deiner nächsten Einatmung richte dich wieder auf, streck die Arme aus, schau nach oben und dann zieh die Hände vor dein Herz zurück. Atme ein und dreh dich dann ausatmend nach links, die linke Hand hinter dir aufgestellt, die rechte Hand noch vor dem Herzen. Lass die Wirbelsäule ganz lang in diesen Twist
Und zum Intensivieren streckst du dann den rechten Arm aus und lehnst den Handrücken an die Außenseite des linken Oberschenkels. Spür diese Rotation in deiner Wirbelsäule und dann beginne gerne den Kopf ganz intuitiv zu bewegen, zu kreisen. Das tut so gut, hier die Augen wirklich zu schließen, um ganz im Spüren zu sein und zu beobachten, wie fühlt sich das auf dieser Seite an, den Kopf ein wenig zu bewegen, wo gibt es Verspannung, wo fühlst du dich frei? Dann richte den Kopf wieder neutral auf und hebe den linken Arm nach oben für die Seitdehnung. Lehnst du dich jetzt nach rechts und bringst ganz viel Länge und ganz viel Atem in diese linke Flanke. Nochmal tief einatmen, streck dich aus dem Becken heraus. Und dann richte dich wieder auf, stell die linke Hand nochmal hinter dich. Tiefer Atemzug hier. Atme aus und dann kommen diese gekreuzten Arme, jetzt den linken über den rechten Arm. Erstmal die Umarmung, vielleicht wiegst du dich sogar ein bisschen, hältst dich selber und schenkst dir ein bisschen Kraft. Atme zwischen deine Schulterblätter und dann richte dich etwas mehr auf, um die Arme zu verbinden für die Position der Adlerarme. Mit deiner Einatmung zieh die Ellbogen weg vom Bauch, hebe den Blick und mit der Ausatmung lehn dich nach vorne. Kopf wird schwer. Einatmend wieder aufrichten und ausatmen, lehn dich nach vorne, Rücken wird rund. Einmal noch nach oben mit der Einatmung und in diese Vorbeuge atme aus, entspann nochmal die Kopfeskrone Richtung Hände. Und dann richte dich auf, streck die Arme lang nach oben wie so ein großes V und zieh die Hände dann vor dein Herz zurück. Lass die Schultern schwer sinken. Lass deine Gesichtszüge weich. Und dann verschränk deine Hände und schieb die Handflächen mal ganz kraftvoll nach vorne, mach den Rücken rund. Mit der Einatmung schieb die Handflächen nach oben. Und mit der Ausatmung wieder nach vorne und den Rücken runden. Einatmen, mach dich lang, Arme hoch. Ausatmen, mach dich rund, Arme nach vorne. Und nochmal nach oben strecken. Und nochmal rund werden. Und von hier aus löse die Arme voneinander, kreis die Schultern nochmal schön nach hinten und unten. Und komme zurück in deinem aufrechten Sitz an. Nimm wahr, wie du dich fühlst im Oberkörper, im Schulterbereich, im Nacken. Hat sich vielleicht dein Atem verändert? Und leg dann die Handflächen zusammen und reib sie gegeneinander, bis sie ganz warm werden. Und dann lege die warmen Hände einmal vorsichtig auf dein Gesicht. Nimm die Wärme deiner Hände auf. Die Handflächen wieder zusammen und reib sie gegeneinander und wenn sie warm sind, lege sie übereinander auf deinen Bauch. Nimm die Wärme auf. Und dann leg die Hände noch einmal zueinander und reib sie gegeneinander. Und die warmen Hände legst du übereinander auf dein Herz. Nimm die Wärme auf. Und bedank dich bei dir selbst, dass du dir diese Auszeit gegönnt hast, nur für dich da zu sein, ein paar Momente, diese kleine Yoga-Pause für dich. Namaste.